Ja, hallo und herzlich willkommen in deines Garten. Ja, heute ist nicht schön und das zeige ich euch. Kommt mit und schaut. Jetzt ist es ja schon besser. Die Sonne gewinnt an Kraft, aber der Nebel ist noch da. Meine Hübschen sind schon draußen. Es ist nicht so kalt, aber es ist nebelig. Die Hühner sind natürlich auch schon draußen. Aber durch die Blätter, was da herumliegen, kann man nicht alles sehen. Und nach hinten zu, ja, wie gesagt, jetzt ist schon besser, aber vorhin konnte ich das Feld nicht sehen, so nebelig wie es ist. Und ich denke trotzdem, dass es noch ein schöner Tag wird. Aber ich werde es euch zeigen. Einen leichten Frost hat es aber doch gegeben. Das überrascht mich. Nicht überall, aber doch. Man sieht doch, dass die Erde ein bisschen eine weiße Schicht hat, so wie angezuckert. Und da sind meine Stars. Ja, und Baby macht sich groß. Ja, Baby, lass doch die Hühner. Baby, du bist ganz schlimm. Das ist mein Hahn und der hat die Aufsicht. Der passt auf seine Mädels auf. Mein Hübscher. Bist du mein Hübscher, Blackie? Ja, du passt auf deine Mädels auf. Na komm. Joregeld! Irgendwie will sich der Nebel nicht auflösen. Und ich muss aber präsent sein, also Präsenz zeigen, dass da kein Fuchs kommt oder sonst was. Muss ich öfters mal rausgehen? Müssen nicht, ich will es. Meine Tiere sind mir wichtig. Und da schaue ich halt öfters mal nach den Rechten, ob alles in Ordnung ist. Aber man sieht, der Nebel will sich irgendwie nicht lösen. Und ja. Ja, meine Hübschen, was ist denn los? Was macht ihr denn alle hier am Zaun? Und da sieht man meinen Hoch. Es ist doch recht kalt. Also, es ist kalt und ja, kann man nicht ändern. Ja, was denn? Baby, warum gehst du auf die Hühner so los? Baby. Und du willst wieder gestreichelt werden. Sie ist eine ganz schlimme. Sie umrundet mich dann jetzt zweimal, hockt sich vor mir hin und will gestreichelt werden. Mein Ganter ist sehr schlimm. Sobald er irgendwo eine Henne sieht, da stürzt er sich auf den Zaun zu. Er kommt ja nicht durch, aber ich habe immer die Angst, dass er da irgendwo im Kopf wieder stecken bleibt. Schlimm ist er. So kann man sich auch entspannen. Liegen mit der Katze auf dem Bauch. So schläft sie übrigens ganz gerne. Auf mir auch in der Nacht. Und sobald ich mich bewege, dann legt sie sich woanders hin. Also bis vorhin war es richtig nebelig nochmal. Und jetzt scheint die Sonne. Und ich werde dann ein bisschen was im Blumenbett machen. Und ja, was ich noch sagen wollte. Ich bin ja nach Ungarn ausgewandert, um hier leben zu können. Auch später mal in der Rente, dass ich hier leben kann, so wie ein normaler Mensch, ohne am Hungertuch zu nagen. Auch wenn ich was dafür machen muss, mir was setzen muss, Kartoffeln oder Bohnen oder was auch immer ich setzen werde, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich möchte vernünftig leben können und nicht verhungern müssen. Und ich möchte mich auch hier nicht abkapseln und nur ich bin gut und nur meins ist gut, sondern ich möchte mit den Leuten hier im Einklang leben. Mit ihnen sitzen, trinken, reden, lachen, Spaß haben. Ich möchte mich nicht abkapseln und sagen, ich suche nur Deutsche oder nur Deutschsprachige, denn das wäre falsch. Das ist in Österreich so gewesen. Ich bin mit der U-Bahn gefahren und
ein deutsches Wort habe ich selten gehört und das waren alles Leute untereinander, wo ich kein Wort verstanden habe von dem, was sie reden. Und das möchte ich hier nicht machen. Ich versuche, Ungarisch zu lernen, so gut es geht. Zum Glück sind die Nachbarn sehr freundlich, sehr nett und haben auch diese Übersetzer-Google-App auf dem Handy. Und so kommunizieren wir. Die Kinder müssen sowieso in der Schule Deutsch lernen, also kommt man da sowieso irgendwie ins Reden und zusammen. Ungarisch ist schwer, das will ich nicht abstreiten. Es ist wirklich kompliziert und schwer. Ich weiß nicht, was schwieriger ist, Chinesisch, Japanisch oder Ungarisch. Wobei ich bezweifle, dass irgendeine Sprache schwieriger ist als Ungarisch. Aber okay, jeder hat so seine Meinung. Als ich noch in Wien war, habe ich versucht, Ungarisch zu lernen. Das geht aber nicht. Du musst mit den Leuten in Kontakt treten, zusammen sein mit denen, dass du was lernen kannst. Und das funktioniert nur, indem man miteinander kommuniziert und sich nicht abschottet und sagt, oh, lieber nicht. Nein, das mache ich nicht. Ich lebe hier. Mich hat keiner gebeten, herzukommen. Ich bin freiwillig hergekommen, um hier leben zu können. Und deswegen möchte ich an alle, die was auswandern, dass sie ein bisschen umdenken. Wir sind in ein fremdes Land gekommen und wir können hier nicht die Herrscher sein, sondern wir müssen uns einfügen, eingliedern, so wie auf der Autobahn, wenn da was passiert, dass sich die Autos Reißverschlussgesetz alle eingliedern und alles klappt. Der Kontakt zu den Leuten ist hier wichtig. Für mich ist es wichtig und ich werde euch immer wieder zeigen, wie ich mit meinen Nachbarn Kontakt habe und meinen Kontakt mit ihnen pflege. Und das ist mir wichtig und das solltet ihr euch alle bitte, bitte merken. Ich freue mich über jeden, der was mit mir Deutsch spricht oder Deutscher, Österreicher oder Schweizer mit mir in Kontakt treten. Ich treffe mich auch gerne mit den Leuten, wenn es mir nicht zu weit ist zu reisen, denn ich habe Tiere und möchte bei meinen Tieren auch sein. Aber für 2-3 Stunden am Tag würde ich auch irgendwo hinfahren und wieder zurück nach Hause. Aber mich abschottern und sagen, okay, nur Deutsch zählt für mich, das ist für mich keine Lösung. Denkt nach und ja, vielleicht verliere ich Abonnenten oder wie auch immer, aber es ist von mir ein Kommentar. Kommentare und Meinungen sind frei und vielleicht denkt ihr ein bisschen darüber nach. Auch wenn ihr auswandert nach Ungarn, egal wohin, sollte man mit den Einheimischen Kontakt pflegen und hegen und mit ihnen zusammen sein auch. Wir sind ja in ihrem Land und nicht umgekehrt. Ein momentanes Sorgenkind, das Blumenbeet. Und zwar, da sind an einer Stelle zu viele Zwiebeln meiner Meinung nach. Die müsste ich jetzt trennen. Gut gesagt, aber wohin setzen? Denn hier ist schon fast alles voll. Und ich neige zwar dort in der Nähe von den Himbeeren auch noch was zu setzen, dort habe ich schon was gesetzt, aber mir bleibt nichts übrig, denn ich habe schon was hier gesetzt, verteilt ein bisschen, aber da stoße ich immer wieder auf andere Zwiebeln, auf Tulpen, auf Osterglocken und ja, ich muss die aber trennen und das zeige ich euch jetzt. Ich habe vor Jahren nur eine so eine Zwiebel reingesetzt. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Das hier. Das. Und jetzt hat es so viele kleine rundherum, dass ich mich frage, und ich verliere auch etliche, ob ich die auch setzen kann und wie. Aber ich werde es versuchen und ja, mal schauen, was im nächsten Jahr rauskommt. So viel zum Thema Zwiebeln, eine setzen und dann im Folgejahr rausnehmen. Ich mache es erst zum ersten Mal jetzt nach vier Jahren. Vor genau 4 Jahren habe ich mir das Blumenbeet angelegt und ja, jetzt muss ich die trennen, dass ich mehr davon habe. So, ein bisschen was konnte ich machen. Ein paar Zwiebeln versenken. Hätte dann hier noch eine Partie zum Rausholen und neu setzen. Hier noch, diese Seite noch und dort.
Ja, ist noch vieles. Aber ich habe auch nicht mehr wirklich viel Platz jetzt. Jetzt werde ich dann den Rest hier rausnehmen und neben dem Beet bringen. Dort, wo ich Zwiebel gesetzt habe, auf der anderen Seite, da habe ich auch ein paar Blumen und da werde ich den Rest setzen. Und ja, mal schauen, was im Frühjahr rauskommt und wie viel. Wie man sehen kann, erleiden bei mir die Hühner keine Hungersnot. Ich glaube, die haben mehr als genug. Die werden sogar richtig verwöhnt von mir. Kriegen viel. Und der Nachbar drüben. Hallo, Soli! Hallo! Töck? Öl? Jetzt gehe ich zu meinen Nachbarn. Ein ganzer lieber Joker. Mir war ein Joker. Der will spielen. Na komm, Joker. Hodge, Jo. Jo? Ich habe ihn gerade gefragt, wie es ihm geht und er sagt danke. Und das ist seine schwarze Katze. Diese schwarze Katze und meine haben dieselbe Mutter. Kenne, die werden getrocknet. Werden Öl gemacht oder so geröstet mit Salz, keine Ahnung. Und die nicht, ja? Ja. Dann nimmt er sich die Samen. Schock. Schock. Der Hahn kommt mir ein bisschen spanisch vor. Aber das, die Mutter von meiner Katze ist auch so eine liebesbedürftige Katze. Ja, was ist Garfield? Garfield. Ja. Du darfst nicht rüberkommen. Deine Tochter verjagt dich. Die verjagt dich jedes Mal. Ja, meine Hübsche. So, der hat viele. Die sonnen sich. Ja. Ich tue euch doch nichts. Sind hübsche Kaninchen. Das sind hübsche Kaninchen. Ja, du meinst immer. Pisa, du bist immer hungrig. Das sind Rammler oben, wenn ich mich irre. Und das ist der Nachwuchs von denen. Ich hoffe, dass man da was sehen kann. Hey, komm her. Ja, ich tue euch doch nichts. Kommt ja her. Ja, kommt her. Ja, ich tue euch doch nichts. So, und jetzt schauen wir uns die Elefanten an. 4 Stück hat er. Und auch die werden ordentlich gefüttert. Und ja. Ja, ihr seid ja groß. Vor ein paar Jahren hatten sie eines, das war so groß, da ist die Kleine, unsere Kleine drauf gesessen, konnte richtig reiten darauf. Der ist ein Nimmersatt, der hier. Und das ist seine Mama. Mitzi, hey, das ist ein Männchen. Ist ein Männchen, ist der Bruder von meiner Katze. Ist vom Heuer. Und ist auch so ein süßes Kätzchen. Und will auch spielen. Soli. Kennt ihr den Joker? Igen. Ja, der ist 2 Jahre alt. Ist ein Junge. Heute ist Baby erstmals auf Ricky gestiegen. Da hat es einen Krach gegeben. Ich habe alles liegen und stehen gelassen, bin gelaufen, weil ich Angst hatte, dass wieder was passiert ist. Und ich musste dann über mich selber lachen, als ich gesehen habe, dass Baby auf Ricky gewesen ist. Es hat zwar noch nicht funktioniert, aber er weiß, wie es geht. Probeanlauf ist gemacht worden und ja, das heißt, Kleinbaby ist doch ein Junge, Ricky ist ein Mädchen. Die anderen zwei haben sich fürchterlich aufgeregt, aber ja, mal schauen. Ich denke, dass die anderen alles Mädels sind. Sehen diese Hühner aus, als würden sie hungern? Für mich ist das ein Privileg, sowas erleben zu dürfen. Die Gänse in meiner Nähe, sie tun mir nichts. Ich passe auf sie auf, führe sie da, wo es noch Löwenzahn gibt. Sie folgen mir auch, meistens, wenn sie hungrig sind oder ausgeruht genug sind, um mir zu folgen. Und ja, auch meine Gänse hungern nicht.
So, und jetzt gehe ich Kaffee trinken und lasse die Gänse hier. Sie kommen dann später von alleine nach vorne. Weit sind sie ja nicht. So, jetzt gehe ich zum Drachenfelsen. Mal schauen, wie viele Hühner mir folgen, wenn ich mich umdrehe. Also 3 folgen mir schon mal. Wenn ich bei den Hühnern war, dann bin ich, so meine Güte, da war was los. Was auch immer da passiert ist, diese Wurzel ist ziemlich ramponiert. Und ja, immer wenn ich bei den Hühnern war, da habe ich mich hierher gesetzt und geschaut, was meine Hühner machen. Und nein, ich bin nicht in der Kacke. Ich sitze daneben und beobachte meine Hühner. Und ja, die Amsel kommt. Sie ist ja eigentlich zutraulich, aber sie ist wie eine Katze. Sie kommt an, wenn sie möchte und nicht, wenn man sie ruft. Das ist die Henne vom Nachbarn. Auch eine sehr schöne. Da kommt gleich die nächste vom Nachbarn. Die haben gerade Eier gelegt. Und jetzt kommen sie da runter. Ja, was gibt's Neues in Ungarn? Also, schon seit einigen Tagen oder ein paar Wochen schon ist in den Krankenhäusern Besuchsverbot. Also man darf nicht in ein Krankenhaus gehen, jemanden besuchen. Dürfen schon, aber man kommt nicht rein. Zweitens, ab 1. November gilt es in den öffentlichen Verkehrsmitteln Maske. Und ab 1. November bleibt es den Firmen offen, ob sie von ihren Mitarbeitern eine Impfpflicht verlangen oder nicht. Das war es auch schon, was ich herausgekriegt habe. Wie es sich entwickeln wird, weiß ich nicht. Aber sobald ich was erfahre, gebe ich es an euch weiter. Und ja, also es kommt immer wieder die Frage, ist Ungarisch schwer zu lernen? Ja, das ist schwer zu lernen. Ich spreche fließend Deutsch, so ziemlich fließend Serbisch und Rumänisch, vielleicht nicht 100%, aber zu 70-80% spreche ich auch Rumänisch. Aber im Ungarischen gibt es so gut wie kein Wort, was in den anderen Sprachen reinkommt. Sprich doch ein paar, aber da muss man schon die Sprachen besser kennen und können, um da mitzuhalten. Zum Beispiel Pohar. Pohar heißt Glas. Auf Rumänisch Par. Da kommt man schon irgendwo hin. Oder Guten Tag heißt Jonapot Kivano. Abgekürzt Jonapot. In Rumänien heißt Jonapot, ich kann nicht. Jonapot. Und das ist nun mal so, wenn man mehrere Sprachen kann und die versteht und alles, könnte man unter Umständen auch schneller Ungarisch lernen. Aber ich sitze ja nicht jeden Tag den Nachbarn auf der Türschwelle und unterhalte mich mit ihnen oder versuche zu lernen. Ich versuche es natürlich und ich verstehe schon viel mehr. Aber um Ungarisch zu lernen, muss man da sein und viel mit den Ungarn Kontakt haben und mit ihnen reden, versuchen sich Wörter zu merken. Ich weiß jetzt nicht, wie gewisse Sachen heißen auf Ungarisch, aber wenn ich sie höre, weiß ich, was das heißt. Und dann fällt es mir ein, ah, Teller heißt so, Teller heißt, glaube ich, Tanjur oder sowas. Das ist aber auch Serbisch Tanjir, die Mazedonier sagen, glaube ich, Tanjur, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, wenn man mehrere Sprachen kann, tut man sich auch leichter. Aber es ist wirklich, wirklich schwierig. Hätte mit der anderen Sprache, aber es ist halt so, Ungarisch ist schwer. Diesen Lavendel da möchte ich auch rausnehmen und zu den anderen tragen, denn hier möchte ich mir doch ein bisschen mehr Platz machen. Und da soll es rein. Meine Katze. Ich liebe meine Katze. Krieg ich ein Pussy? Nitti? Krieg ich ein Pussy von dir? Nein. Magst du nicht? Ja, meine Henne humpelt. Ich denke immer nur, der Hahn ist zu groß und zu schwer für meine Hühner.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt funkelt eine andere Henne. Ja, die wird jetzt ein paar Tage betreut, auf die Stange gesetzt, abends in der Früh runtergesetzt. Und ja, aber die will auch gar nicht runter. Die fühlt sich irgendwie wohl bei mir. Die halte ich auch nicht mit Gewalt. Ich habe sie nur zugedeckt, weil mir selber auch kalt ist. Und ja, die hat auch zwischendurch die Augen zugemacht und gepennt. Meine Süße. Das ist meine Bella. Aber wie gesagt, meine Hühner sind alle klein und zierlich und der Hahn ist doch groß und schwer. Kann auch daran liegen. Aber ich werde jetzt nicht den Hahn deswegen schlachten. Das wird schon. Die kriegen Kalzium von mir. Das renkt sich wieder alles ein. Heute ist es auch sehr, sehr nebelig. Und ja, ich kann die Hühner von hier nicht sehen. Die Gänse kann ich aber sehr wohl sehen. Aber es ist nebelig und es ist so ein feuchter Nebel, also so kalt, feucht, ein Graus. Meine Henne, die was gestern gehumpelt hat, den habe ich gestern ordentlich Kalzium gegeben. Sie hat auch ordentlich zugelangt und gegessen. Bin ja auch ein paar Mal gestern mit der Futterschale nachgelaufen. Dort, wo sie gelegen ist, habe ich das vor den Schnabel gestellt. Sie hat gegessen, denn wenn Hühner sich nicht wohlfühlen, dann verkriechen sie sich und wollen nur die Ruhe haben, essen nicht viel oder nicht genug, trinken nicht. Ich habe sie aber immer wieder zum Futternapf, entweder Futternapf zu ihr getragen oder sie zum Futternapf und zum Wasser. So konnte sie sich erholen. Heute geht es ihr besser und ich glaube, ich weiß, um was es geht. Meine Hühner sind alle zierlich und klein und der Hahn ist doch groß und schwer. Ich denke, das ist der Auslöser. Ich habe zwar zwei, drei Hühner, die etwas größer sind und kräftiger, aber die Lieblingshühner vom Hahn sind leider zierlich und klein. Folgedessen gebe ich ihnen jetzt täglich mehr Kalzium. Die putzen sich auch gegenseitig. Da sieht man, wie Bella eine andere Henne putzt. Und ja, Hühner sind sehr sozial, helfen sich gegenseitig, aber Kalzium brauchen sie. Und das gebe ich ihnen. Sind meine Hühner gesund und glücklich, bin ich es auch. Und meine vier. Man sieht es so schlecht, weil es so nebelig ist, aber ich möchte auch präsent draußen sein wegen dem Fuchs. Und ja, ich tue meinen Tieren was Gutes, indem ich auf sie aufpasse. Aber es ist wirklich nebelig, schier. Ich hoffe, dass der Tag wieder schön wird. Das war es die letzten zwei, drei Tage auch. Am Morgen hat es so ausgeschaut und dann so gegen 10, 11 Uhr kam die Sonne raus und dann war es richtig schön, konnte ich noch im Garten was machen. Braucht nicht glauben, dass mein Freund nicht aktiv ist. Der Garten schaut ja aus, wie als wäre hier ein Bulldozer durchgefahren, auch da. Gestern habe ich hier die Erde weggeräumt, ins Blumenbeet gegeben. Heute liegt schon wieder ein Haufen, ein kleiner Hügel. Und auch da. Also der ist ziemlich aktiv und die Leute sagen, dass man erkennt den Winter anhand der Maulwurfshügel. Ich weiß nicht, gilt da die Höhe oder die Breite? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Mich würde das wirklich interessieren. Abgesehen davon werden wir hoffentlich alle diesen Winter gut überstehen. Dann weiß ich im Frühjahr, was die Maulwurfshügel zu bedeuten haben und wie sie zu deuten sind. Hier habe ich gestern die Erde eingesammelt, man kann es ja sehen, rundherum ist es schon trocken und in der Mitte, genau in der Mitte wieder ein Hügel. Und ja, die Tomaten, die ich da kürzlich gesetzt habe zum Überwintern, da habe ich gesehen, dass es irgendwelche weiße Fliegen gibt, die was da herumschwirren. Jetzt habe ich mir gedacht, ich stelle die tagsüber raus, abends dann wieder ins Haus. Und ja, ich glaube, das hier ist nicht so ganz gesund, wie es sein soll. Ich schaue mir das noch ein paar Tage an. Zur Not schmeiße ich es weg, denn ich sehe hier schon bei der einen oder anderen Pflanze schon wieder Geiztriebe. Also diese neuen, die was kommen, die kann ich ja nehmen und dann setzen. Auch in diesem Video gibt es das eine oder andere über Ungarn, über,
über die Tiere, über die Haltung, wie es meinen Tieren geht, was ich so gemacht habe. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, unten abonnieren nicht vergessen. Und mir bleibt zu sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn.